Sorry, Mikro vergessen. Hallo Freunde, willkommen auf der Haute Pèlerin. Das Update für den Straubenhänger ist da. Ich musste den alten löschen. Ich heißt, ich muss einen neuen kaufen. Und das Feld drüben ist. Das ist reif. Gucken, dürfen wir schon säen? Ich darf Raps säen. Ich will aber keinen Raps säen. Ich will ja Weizen. Dauert noch. Also, wir nehmen das Feld drüben zum Ernten und wir holen den Plattformwagen. Ich habe keinen Drescher, den muss ich mir wieder leihen. Und so viel Geld habe ich noch nicht. Gar nicht, ob ich habe ich einen Kredit oder habe ich gar keinen, hab ich keinen Kredit, weiß ich gar nicht. Ich mal gleich mal eben schauen. Ich brauche Geld, ohne Geld läuft gar nichts. Kann ich verbessern, nicht vergrößern ohne Geld. So, hier steht auch gar nichts. Dann müssen wir schauen. Gut, machen wir das aus und dann gehen wir mal einkaufen. Ich brauche den. Der Straubmann reicht für mich. Der Autoloader. Den kaufen wir auch. Nee, abbrechen. Nein, ich brauche den als Plattform. Jetzt. Kaufen. So, den haben wir jetzt. Und dann brauchen wir jetzt den Drescher. Dann nehmen wir jetzt den Rotzelmesh. Rotzelmesh ist ein seltsamer Name immer noch. Den mieten wir uns mal wieder, weil ist zu teuer. Kommt man von da nicht direkt in die Hänger rein? In den. Kamera rotieren, Kamera, habe ich jetzt gedacht. Kombination. Wenn brauchen wir den hier. Den suchte ich doch. Das mieten wir uns auch. Wären wir eben bei 100.000, wenn ich das kaufen würde. Ist nicht drin. So, dieser Karte haben wir jetzt kein Autodrive, keine Map erstellen lassen. Also kann man ja machen aus der Helfer-Map. Aber ich habe auf der Elm Creek gesehen, es gibt sehr viele Fehler. Was mir ja nicht gefällt. Das wäre eben was. Ich muss das selber erstellen, so gesehen. Wenn es das nicht gibt, muss ich es machen. Ich möchte gerne Ein- und Ausfahrt machen. Das heißt, wir gehen jetzt da rein. Ja, bleibt doch stehen. Da bleibt er hängen. Das ist ganz gut. Dann machen wir den Punkt dahin. Und da geht's schon wieder los. Das ist ein Level, das können wir alles essen. Feldausfahrt machen wir einmal hinterm Start. Im Start stapeln sich die Fahrzeuge sonst. Automatische Aufteilung der Reparatur. Automatische Reparatur, da haben wir kein Geld für. Am Ende muss ich sein Abladeseite. Ja, automatische Abdeckung haben wir auch. Linienhöhe machen wir über dem Traktor. Gerade beim Schnee sieht man die sonst nicht. Das kenne ich mittlerweile. Oder wenn der Traktor draufsteht.
Zielanwendung, Logo brauchen wir auch nicht, Bratis hat Sound, ja. Automatisch verbinden mache ich nein, und das nervt mich gewaltig. So anwenden. Ich hoffe, er hat es gemacht jetzt. Muss ich also neu meinen Punkt wählen. Weil er da oben drin steht. Gut. Wir machen ein bisschen weiter, falls wir einen größeren Hänger haben irgendwann. Namen dran, dann nochmal Shop. Und jetzt fahren wir nach Hause. Wir gucken, dass wir den sauber hinkriegen, damit wir müssen auch nach rechts fahren können. Aber wir fahren nach links. Ich muss den Sound ausstellen. Ich meine, das habe ich gerade auf der Elm Creek geschafft, den Sound wegzumachen davon. Das nervt auch noch. Also die Anzahl der Punkte hängt scheinbar mit an der Geschwindigkeit. Je schneller ich fahre, desto weniger Punkte macht er. Bremse ich ab, macht er mehr. Von den Kurven unheimlich viele. So, sauber fahren. War jetzt vorne den Einfahrt oder hier die Einfahrt? Ich mach drüben die Einfahrt. Hof. Da machen wir aus und machen den verbinden die mal da vorne. So. Dann wollen wir natürlich auch zum Silo fahren. Silo. So, ich mache einen größeren Bogen hier, um zu zeigen, was ich da vorhab. Thank you.
So, und das machen wir Nebenstrecke. Das heißt, da muss nicht jeder hinfahren, dann fahren nur die hin, die dich dahin müssen. Das heißt, mit Umschalttaste Maus auf den Punkt und dann werden die gelb. Habe aber vergessen, denen einen Punkt anzugeben, das muss ich ja noch tun. Da hätte ich gar nicht machen können. Aber wir machen das hier gleich mit. Eigentlich war es unnötig, ja, es war unnötig. Es ist unnötig, weil die Paletten mache ich ja doch mit Hand. Silo machen wir die Nebenstrecke, weil nicht jeder muss über Silo fahren. Wenn gleich der Drescher kommt, der muss nicht über Silo fahren. Wir machen jetzt einfach, verbinden den da und die schmeißen wir da raus. Mit Alt und drauf und dann ist er weg. Wie gesagt, wenn ich mit Hand hinfahre, aber brauche ich da. Ich muss dann so dran vorbeifahren, das macht er nicht automatisch. Soweit ich weiß. So, und die nehme ich da weg wieder. So, mit die da. Bisschen gerader ziehen. Denn nicht so weit ausholen, sonst haut er mir doch wieder in den Zaun rein. Eben feste. Machen uns aber noch einen zweiten hier. Können auch gleichzeitig Umschalttaste mal hier drauf drücken, werden die auch gelb. Wir müssen mal zwischen zwei Grüne draufklicken, dann werden die gelb. Erdbeeren werden hier nicht angenommen, das ist schon richtig, aber wir machen hier mal eben. Hühner füttern, das können wir nebenbei hier machen. Ausmachen und gehen da auch da dran und den ziehen wir ein bisschen vor. Dann sollte das funktionieren. Gut. Dann machen wir den mal wieder aus. Kleine Einführung in Autodrive. Es kommt natürlich einiges, was da noch fehlt. Dann können wir eben unsere Paletten hier wegschicken. Auch vielmehr, wir können da auch einen Autodrive-Kurs hinmachen, wo wir hin müssen. Dann nehmen wir den Salat auch noch mit. Es ist schwierig, dass diese Palettenladen zu automatisieren, also brauche ich da keinen Autodrive-Kurs durchzulegen. Das war jetzt ein kleiner Fehlgedanke bei mir.
gucke jetzt auch noch, ob wir Eier haben. Den nehmen wir auch noch mit. Muss nicht runterkippen. Warum kippen die da? Das verstehe ich jetzt auch nicht. So, wir stellen mal jetzt hin. Ich muss eben den Drescher holen, damit der arbeitet. Also, es ist faszinierend, was die am Sound gemacht haben. Spannend, weil mir die kleine Düngespritze leisten kann, ob die genauso anhört, ob die besser geworden ist. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Also muss Geld her. So. Ja, vorhin habe ich angefangen zu arbeiten, noch mit 31.000, jetzt sind wir 17.000. Die müssen arbeiten. Lohnt wird sich das, wenn ich hier das Feld 37 im Besitz habe, dann lohnt sich, glaube ich, das. Dann haben wir ein bisschen mehr. Hier links das Feld wäre natürlich auch schön, ein riesiges Teil. Mal schauen, was die Missionen machen. Dem jetzt weiß, wie ich in der XML die Mission beende, bin ich schon beruhigter. Dann lohnt sich es auch wieder. Ohne diese Mission ist es schlimm. Und wenn das nicht funktioniert, ist es ganz schlimm. Und wenn ich hier sehe, dass auf der 37 nur Getreide angepflanzt wird, scheinbar dauernd. So ein Feld vor der Hütte, vor dem eigenen Hof und man kann es nicht bearbeiten, das ist viel schwierig. Ja, ich biege jetzt mal hier ab. Den setzen wir hier vorne an und dann kann ich mich wieder um die Paletten kümmern. Das kann ich, warum so eine Linie da drin ist. So. Hallo, gerade so zu fahren. Du brauchst ein bisschen und dann kann ich in der Zeit die wegfahren. Wo muss ich denn hin? Wo gibt's denn Geld? Ich glaube, es ist alles dieses. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. VMA Stinksmuster. Erdbeeren. Bäckerei. Le Jardin Shop. Tomaten. Le Jardin kriegen wir da. Also. Le Jardin. Le Jardin ist doch da oben irgendwo. Der da oben, ne? Da muss ich jetzt Autodrive hinmachen, weil ich den Kurs nicht übernommen habe. Viel Spaß. Gut, alles festgezuckt, sonst fällt's raus. Fangen wir jetzt mal hier, damit ich einen geraden Kurs kriege. Die Töne wollte ich wegmachen, ja. Hab's mir gedacht, vergessen. Nicht zu schnell, sonst
Gerade geht es, aber die Kurve ja aufpassen. Wenn ich zu weit austräge, dann muss ich zu viel nacharbeiten. Ich kann ein bisschen Autofahren üben. Das Schild wird's nicht überleben, das war klar. Hier rechts eigentlich schon hoch oder wo muss ich hin? Ich stehe da unten. Da ist, ist falsch. Ist falsch. Ich muss weiterfahren. Ja, schönen Dank, dass stehen geblieben ist. Kein Grund, keine Ahnung warum, aber Angst wahrscheinlich. Immer Angst vor mir. Ich kenne meine Fahrweise. Ja! 11:59 Uhr, der passt da jetzt etwas zu früh. Ah, 12 Uhr. Gut. Nicht hängen bleiben, jetzt gibt's Arbeit. Dieser Mac kann sich normal auch hier rechts drauf diesen Kurs erstellen lassen, ganz am Anfang, wenn man erstmal Auto drauf drin hat. Dann spart man sich diese Touren. Aber ich habe es auf der Elm Creek, da gehen dann die Linien teilweise direkt durch ein Feld. Da war viel Nacharbeit. Ich habe keine Ahnung, was besser ist. Wer wirklich keine Lust hat oder keinen Sinn darin sieht, selber zu fahren, ladet euch die fertige runter. Auf der Elm Creek gibt es sogar eine vorgefertigte. Also, ich mache es jetzt hier mal selber. Elm Creek, wie gesagt, habe ich automatisiert. Hi, 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 hi. Das ist scheiße. Sorry. Das ist dieser intelligente oder intelligentere KI-Verkehr angeblich. Ich habe Vorfahrt. Sollte man bedenken. Das interessiert ihn aber nicht, also er ist einfach rausgezogen. Und weiterhin sind diese PKWs stärker als der Traktor. Also man kann natürlich weiterhin auch mit dem Giants Helfer arbeiten, das ist schon klar.
nicht sauber. Das schauen wir uns gleich an. Das wird ja alles nicht angenommen, das ist schon klar. So, mein Problem ist, ich habe gerade den Namen vergessen. Le Jardin de Fermé. Le Jardin, der Garten. Na, komm schon. Le Jardin. Machen wir ein paar Letten, weil es gibt hier die andere Ablage auch noch. Und wir haben jetzt gut Geld gemacht. 12, 10.000 oder was? Hat alles genommen hier, das ist auch nicht schlecht. Ich kann ihm nicht sagen, nimm nur die Erdbeeren und nimm nur die Tomaten. Wenn, dann laden die alles ab. So. Den machen wir aus. Dann muss ich den hier verbinden mit dem da. Rechte Maus, das ziehen wir uns die mal ein bisschen rüber hier, damit das sauberer aussieht. Und dann machen wir hier mal eine blaue Linie raus, damit ich da auch wieder rausfahren kann. Funktioniert jetzt natürlich noch nicht, weil ich keinen Kurs zurück habe. Aber wir sind schon über der Zeit. Also ihr seht, wie es funktioniert. Ich muss jetzt nämlich zurück noch einfahren. Das mache ich alleine. Das wird zu langweilig sonst, aber ich mache es immer wieder. Ich muss ja immer dieses Netz immer vergrößern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Kommentare. Lasst ein Däumchen da. Abonniert. Und wie immer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.